Das Jahr 1999. Europa steht vor einem neuen Krieg. Heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Wir haben Krieg mitten in Europa und Deutschland ist dabei. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg und ohne Mandat der Vereinten Nationen. Man entledigt sich allem, was eigentlich so privat auch lieb und wichtig ist. Das war natürlich schon so, sag ich mal, wie so eine Art Hebel, den man dann umgelegt hat. So nach dem Motto, so und jetzt wird es ernst. Ich heiße Wolf-Christian Ulrich und ich will wissen, wie konnte es so weit kommen? Ich treffe Menschen, die damals mittendrin waren. So wie Joschka Fischer, Ikone der Grünen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Ausgerechnet er führt Deutschland wieder in den Krieg. Hatten Sie den Eindruck damals, Sie können Nein sagen? Ja, Nein können Sie immer sagen. Die Frage ist nur die Konsequenz. Eine Kriegsentscheidung mittragen, auch um an der Macht zu bleiben? Im Kosovo herrschen Schrecken und Verzweiflung. Wir haben so sehr gehofft und gebetet, bitte bombardiert uns. Weil das der einzige Weg ist, um sie zu stoppen. Für den Westen ist das Feindbild klar. Milosevic war ein kalter Zyniker. Die NATO spricht von chirurgisch präzisen Luftschlägen gegen das serbische Regime. Eine Illusion. Das Schlimmste war eigentlich dieser Einschlag. Sie hatten so das Gefühl, das Hirn fegt ihnen raus. Trotzdem bleibt sie in Belgrad. Spiegelkorrespondentin Renate Flottau. Mitten aus Belgrad berichtet sie über die Folgen der NATO-Luftschläge. Ich war überzeugt, dass wir das Richtige tun. Ob wir das Richtige richtig tun, war eine andere Frage. Aber dass wir das Richtige tun, davon war ich überzeugt. Sommer 1389. 55.000 Serben und Türken stehen sich genau hier auf dem Amselfeld gegenüber. Es gibt eine gewaltige Schlacht. Die Serben verlieren und ziehen sich dann nach Norden zurück. Und hier siedeln danach vor allem Albaner. Für uns heute ist das Mittelalter. Für serbische Nationalisten allerdings sind diese Gebiete heilig. Manche sagen, das Amselfeld ist für sie so etwas wie das Jerusalem von Serbien. Sie wollten diese Gebiete zurück und die Albaner von hier vertreiben. Wie konnte es jetzt passieren, dass Deutschland zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg hier auf dem Amselfeld vor der Gewissensfrage steht? Wirklich nie wieder Krieg? Mehr als 600 Jahre nach der Schlacht auf dem Amselfeld leben im modernen Jugoslawien Serben und Albaner friedlich miteinander. Nachbarn in den Dörfern, Kollegen in den Fabriken. Doch Ende der 80er ändert sich das. Slobodan Milosevic drängt an die Macht. Dazu bedient er sich einer politischen Droge, dem Nationalismus. Doch damit sprengen die Völker Jugoslawiens auseinander. Die Provinzen Kroatien, Slowenien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina erklären ihre Unabhängigkeit. Milosevic schickt zwar Soldaten, um die Abspaltung zu stoppen, doch am Ende vergeblich. Nach 4 Jahren Bürgerkrieg ein Friedensabkommen. Die kleine Provinz Kosovo will Milosevic danach nicht auch noch verlieren. Im Gegenteil. Derweil Deutschland 1998, das letzte Kanzlerjahr von Helmut Kohl. Die Grünen streben an die Macht. Pazifismus gehört zu ihren Grundwerten. Seit auf dem Balkan Bürgerkrieg herrscht, sucht die Partei nach einer Haltung zu Kampfeinsätzen der Bundeswehr. Und nun droht Krieg im Kosovo. Die Amerikaner drohen Milosevic, die Bundesregierung stellt sich hinter die NATO. Und der prominenteste Grüne will Außenminister werden. Wenn Sie sich in die damalige Zeit reinversetzen, oder wenn Sie wollen, wie ich damals gedacht und empfunden habe,
Da war uns die bosnische Katastrophe natürlich alle noch gegenwärtig. In Bosnien war das Faktum, dass jahrelanges Nichtstun zu einer Katastrophe geführt hat für Hunderttausende von Menschen, die ermordet wurden, Massenvergewaltigungen, Millionen von Vertriebenen, eine große Flüchtlingskatastrophe. Kurzer Rückblick, 1995, das Kriegsverbrechen von Srebrenica. Unter den Augen von Blauhelmsoldaten werden tausende Bosniaken in Lagern zusammengepfercht. Serbische Milizen ermorden anschließend systematisch tausende muslimische Männer, darunter viele Kinder und Alte. Die NATO schaut zunächst zu. Und die Partei der Friedensbewegten? Das war für mich ein echter Schock. Ganz persönlich. Weil ich habe, in wie vielen Diskussionen habe ich meinen Eltern vorgeworfen, warum habt ihr nichts gemacht, warum habt ihr nichts gesagt? Da habe ich gesagt, das darf sich nicht wiederholen in Europa. Und insofern war ich, als dann die Zuspitzungen im Kosovo stattfanden, innerlich schon entschieden. Ich musste diese Grundsatzfrage mit mir nicht mehr klären. Die war hatte ich geklärt. Doch selbst nach Srebrenica scheint ein Kampfeinsatz der Bundeswehr auf dem Balkan noch ausgeschlossen. Denn im UN-Sicherheitsrat blockiert Russland die Androhung eines Militärschlags gegen Serbien. Kommodore-Oberst Michael Krah leitet heute das taktische Luftwaffengeschwader 51 in Jagel. 1998 flog er als Waffensystemoffizier auf einem ECR Tornado. Das ist ziemlich eng, ne? Nee, es ist eigentlich nicht eng. Für ein Kampfflugzeug ist der Tornado eigentlich geräumig, wenn Sie sich mal andere Kampfflugzeuge angucken. Die Maschine ist speziell für die Bekämpfung feindlicher Luftabwehr konzipiert. Hätten Sie denn damals, als Sie sich dafür die Bundeswehr entschieden haben, gedacht, dass Sie irgendwann in den Kampfeinsatz müssen? Tatsächlich bin ich ja noch in die Bundeswehr eingetreten, 1986. Da war ja noch nicht viel von Wende zu spüren. Also sind wir eigentlich unter ganz anderen Vorzeichen zur Bundeswehr gegangen. Dass es dann gerade mal 13 Jahre später tatsächlich so weit kommt, hätte ich mir damals nicht vorstellen können, ganz ehrlich. Sie hatten zu der Zeit nicht nur eine Frau, sondern auch zwei Kinder. Mhm. Was hat Ihre Frau dazu gesagt, dass Sie losziehen werden in diesen Einsatz? Meine Frau kennt mich, denke ich mal, so ziemlich gut. Für ihr war klar, dass wenn meine Einheit gefordert ist, dass ich natürlich dann auch dabei sein will. Dass man also mit den Kameraden gemeinsam diese Aufgabe bestehen will. Aber Sie hätten ja auch Nein sagen können. Ich hätte Nein sagen können, aber das kam für mich tatsächlich nicht in Frage. Wie haben Sie die Diskussion über diesen Einsatz verfolgt 1998? Natürlich sehr eng, denn wir waren ja schon seit 1995 über dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens aktiv. Wir haben ja damals ja schon, sage ich mal, das Friedensabkommen über Bosnien-Herzegowina überwacht. Deswegen haben wir natürlich diese ganze Diskussion mit sehr viel Interesse verfolgt. Wir waren da ständig, sage ich mal, involviert und haben eigentlich damit gerechnet, dass es irgendwann tatsächlich losgeht. Weniger als zwei Flugstunden südöstlich von Berlin braut sich der blutige Konflikt längst zusammen, lange von Europa ignoriert. In Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, machen gräuliche Berichte die Runde von Toten und Unterdrückung. Die albanischen Kosovaren, so erzählt man mir, fühlen sich immer mehr wie Menschen zweiter Klasse. Serbischer Nationalismus spaltet ihre Dörfer und Städte. Nachbarn sind plötzlich Feinde. Ich treffe Beza Lucha. Sie hat ihr ganzes Leben in Pristina verbracht und sie beschreibt, wie sich das Leben im Kosovo damals schleichend veränderte. It started back in 1989. Es hat alles 1998 in diesem Gebäude angefangen, in diesem Parlamentsgebäude. Das serbische Regime beschloss damals, die Verfassung zu ändern. Mit den Änderungen machten sie Kosovo zu einem Teil Serbiens und hoben damit unsere Autonomie komplett auf. Dann haben sie uns die Jobs weggenommen. Ich war Klavierlehrerin und von einem Moment auf den nächsten arbeitslos. Die Situation für viele Kosovaren wird danach immer schlimmer. 1998 gipfelte das alles in weiteren Repressionen. Zum Beispiel kamen serbische Polizeikräfte in Dörfer und verhafteten Menschen völlig willkürlich. Immer mehr junge Männer verlieren den Glauben an eine friedliche Lösung und greifen zur Waffe. Ihre Miliz, die UÇK, verübt Anschläge auf serbische Polizisten. Serbische Milizen antworten darauf mit brutaler Vergeltung.
Noch heute vermissen Familien die Leichen von Angehörigen und gedenken ihnen mit diesen Bildern. Das hier sind Bilder von Menschen, die durch serbische Sicherheitskräfte 1999 exekutiert wurden. War das noch vor dem Krieg oder während des Krieges? Am Anfang, also als die Länder der NATO beschlossen hatten einzugreifen. Das sind sehr junge Leute. Jung, alt. Sogar Kinder, leider. Hätten Sie denn verstehen können, wenn sich die Bundesregierung dazu entschieden hätte, an dieser Mission nicht teilzunehmen? Ich kann das Zögern verstehen. Deutschland war im Krieg und schwor wahrscheinlich niemals wieder in den Krieg zu ziehen. Aber glauben Sie mir, wenn die Menschen in Deutschland gesehen hätten, was hier passiert ist, ich denke, sie hätten Ja gesagt. Denn wenn das so weitergegangen wäre, wir würden nicht hier stehen, um uns zu unterhalten. Der 27. September 1998. Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Das Ergebnis: ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Deutschlands erste rot-grüne Koalition. Hoffnung auf gesellschaftliche Erneuerung. Schröder und Fischer sind die klaren Sieger. Doch schneller als ihnen lieb ist, stehen sie vor einer existenziellen Prüfung ihrer politischen Grundsätze. Am 12. Oktober 1998, da sind sie frisch gewählt, noch nicht vereidigt und schon mit einem Fuß im Grunde auf dem Kriegspfad. Ja, wir waren ja vorher eingeladen in die USA, genau. Sozusagen während der Phase der Regierungsbildung, der Koalitionsverhandlung. Und dort hatte Gerhard Schröder mit dem damaligen Präsident Clinton vereinbart, wir werden nicht mitmachen, militärisch. Wir werden es auch nicht blockieren im NATO-Rat. Und damit konnten wir eigentlich gut leben. Die Freude über das Erreichte von kurzer Dauer. Vor dem Wochenende zurück und nach dem Wochenende war die Lage völlig anders aufgrund der Verhandlungen, die der damalige Sonderbotschafter der USA, Holbrooke, in Belgrad geführt hat. Weil Holbrooke mitbekam, dass Milosevic offensichtlich auf eine Spaltung der NATO setzte und dass Deutschland hierbei eine große Rolle hatte, sodass Holbrookes Meinung die war, wir können hier den Deutschen keinen Sonderstatus gewährleisten, sondern NATO muss Geschlossenheit zeigen. Günter Verheugen rief mich an und sagte, Joschka, die Vereinbarung von Washington steht nicht mehr. Wir sind eingeladen ins Kanzleramt. Dort wartet der formal noch amtierende Kanzler Helmut Kohl. Nach 15 Minuten ist man sich einig, ja zu einem Militäreinsatz ohne UN-Mandat. Hatten Sie den Eindruck damals, Sie können Nein sagen? Ja, Nein können Sie immer sagen. Die Frage ist nur die Konsequenzen. Das hätte das Ende der Regierungsbildung bedeutet. Das hätte nicht bedeutet, das war ja die Abwägung, die ich zu treffen hatte und meine Partei. Das hätte nicht bedeutet, dass sich Deutschland aus der NATO-Solidarität verabschiedet. Es hätte nur bedeutet, dass es keine rot-grüne Regierung gegeben hätte. Das war der Unterschied. Es hätte dann eine große Koalition gegeben unter Gerhard Schröder. Und die wäre selbstverständlich in der NATO-Solidarität geblieben. Noch bevor er überhaupt als Außenminister vereidigt ist, wirft Joschka Fischer an diesem Morgen des 12. Oktober die Grundsätze seiner Partei über Bord. Schönen guten Abend, das ist ja toll, das klappt, freut mich sehr. Denn die steht noch immer auf dem Standpunkt, kein Bundeswehreinsatz ohne Mandat der Vereinten Nationen. So sieht es Fischers Parteifreund Hans-Christian Ströbele. Hätte es eine grüne Regierungsbeteiligung geben können, wenn Fischer an diesem 12. Oktober Nein gesagt hätte? Eindeutig ja. Diese Chance ist verpasst worden. Wenn Joschka Fischer gesagt hätte, mich kannst du vielleicht da überzeugen, aber du musst einsehen, meine Partei will das nicht. Ich bin davon überzeugt, daran wäre die Koalition nicht gescheitert. Hat er da die grüne Partei verraten?
Er hat ganz eindeutig gegen die Beschlusslage der Grünen verstoßen. Und er hat da auch angefangen, schon die Partei unter Druck zu setzen. 4 Tage später, 16. Oktober 1998, Sondersitzung des Bundestages. Und die Entscheidung, werden sich deutsche Soldaten an einem NATO-Einsatz im Kosovo beteiligen, auch ohne UN-Mandat? Mit dem UN-Mandat stellte sich die Frage, was tun sie, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist, die Lage am Boden aber sich weiter verschlechtert, verschlimmert, die humanitäre Katastrophe zunimmt. Greifen Sie ein, auch wenn das Mandat nicht vorliegt, oder schauen Sie zu. Mit dem Argument, wir haben leider kein Mandat, tut uns leid, wir können nichts machen. Das Wort hat jetzt der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Josef Fischer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Es ist noch der alte Bundestag. Kohl auf der Regierungsbank, Rot-Grün gewählt, aber noch nicht im Amt. Doch die Fraktionen sind sich in der Mehrheit einig. Das Problem ist das von der Politik Milosevic. Eine dauerhafte Kriegsgefahr in Europa ausgeht. Und diese Kriegsgefahr können wir nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Das ist der entscheidende Punkt. 500 Abgeordnete stimmen für den ersten deutschen Kampfeinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg. 62 sind dagegen, 18 enthalten sich. Wie wichtig ist es für Sie als Soldat, dass ein Bundestag möglichst einstimmig über so einen Einsatz abstimmt? Das ist natürlich unheimlich wichtig, weil man natürlich auch, sage ich mal, den Rückhalt nicht nur des einer bestimmten Fraktion hinter sich wissen will, sondern eine breite Zustimmung im Bundestag. Das entgeht auch so ein bisschen dann die breite Diskussion in der Öffentlichkeit, die dann auch gerne auch über Medien ausgetragen wird. Wenn da Ruhe ist, sage ich mal, wenn man sich da auf seinen Einsatz konzentrieren kann, ist das für einen Soldaten unendlich viel wert. Wie haben Sie darüber gedacht, dass dieser Einsatz ohne UN-Mandat ist? Ja, sag ich mal, wir haben ja lange Zeit mitverfolgt, was in dem Land passiert, gerade in den Kosovo, was für humanitäre Katastrophen dort geschehen. Und deswegen war das für uns eigentlich ohne Zweifel, dass das ein richtiger Einsatz war zu dem Zeitpunkt. Endgültig gibt die Stimmung im Westen am 16. Januar 1999. Mindestens 40 männliche Leichen werden nahe des Dorfes Racak gefunden, erschossen von serbischen Sicherheitskräften. Bilder, die schwer zu ertragen sind. Am 6. Februar versuchen die NATO-Staaten im französischen Rambouillet noch einmal mit Milosevic zu verhandeln. Wir wollten alles versuchen. Unser Auftreten in Rambouillet war bestimmt von diesem Versuch, eine diplomatische Lösung zu erreichen. Konnte das nicht erfolgreich sein, weil einfach die Fronten zu verhärtet waren insgesamt? Oder hat es nicht funktioniert, weil Milosevic keinen Frieden wollte, jedenfalls nicht auf dem Weg? Schauen Sie, Milosevic hatte das große Problem, er war ja kein Nationalist, aber er hat den nationalistischen Tiger, den großserbischen Nationalismus, aus dem Käfig gelassen. Und versucht, ihn zu reiten. Das große Problem, wenn man das versucht, dann kann man sehr erfolgreich sein, weil Nationalismus in solchen Krisensituationen sehr machtvoll ist, wie kommst du von diesem Tiger wieder runter, ohne von der Bestie gefressen zu werden? Die Verhandlungen ziehen sich. Am 8. März fliegt Fischer persönlich nach Belgrad. Noch hofft er, nicht als erster Außenminister der Bundesrepublik Deutschland in einen Krieg hineingezogen zu werden. Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Was war das für ein Mann? Ein kalter Zyniker. Ich habe irgendwann dann ihn gebeten, ob wir nicht unter 4 Augen sprechen könnten. Was wir dann getan haben, aber er war nicht überzeugbar. Ich hatte den Eindruck, das war ein sehr persönlicher Eindruck, wie er mich so anguckte und so, wovon redest du eigentlich, wieso soll ich dich ernst nehmen? Ich bin über Leichen gegangen. Und ihr, der Westen, er hatte diese endlose Prozession von Delegationen erlebt, die alle auf diesem Sofa im Weißen Schloss in Belgrad Platz genommen haben. Er hat ja
erlebt, diese Vereinbarungen, die das Papier nicht wert waren, die da unterschrieben wurden. Er hat erlebt, wie man dieses Spiel spielen konnte. Aber ich habe zu ihm gesagt, Sie unterschätzen die Entschlossenheit des Westens. Aber auch Fischer kehrt mit leeren Händen aus Belgrad zurück. We didn't make any substantial progress today. Zwei Wochen später werden die Verhandlungen endgültig scheitern. Der Westen hat genug. Ein Krieg steht nun unmittelbar bevor. Das spürt man auch in Pristina. Beza Lucha beschließt, mit ihrer Tochter zu ihren Eltern umzuziehen. Warum sind Sie zu Ihren Eltern gezogen, als der Krieg begann? Zu dieser Zeit war mein Mann in Deutschland. Wie viele Albaner während der Krise, als es hier überhaupt keine Arbeit gab, ging er ins Ausland, um nach Möglichkeiten zu suchen, Geld zu verdienen, um so seine Familie zu unterstützen. In diesem Haus wartet Familie Lucha auf die Bomben. Herzliche Begrüßung. Besas Mutter war früher Lehrerin. Ihr Vater ist Hochschulprofessor. Auch sie verlieren 1998, wie ihre Tochter Besa, unter den Repressionen der serbischen Regierung ihre Arbeit. Das sind Sie? Das bin ich, als ich 6 Jahre alt war. Und mein Bruder. Also, der 24. März. War die ganze Familie hier im Haus? Nicht die ganze Familie. Ich war hier, mein kleiner Bruder und meine Schwester, die jetzt in London lebt. Meine andere Schwester war mit ihrem Mann in Spanien und mein Bruder in Österreich war schon viel früher ausgewandert, 97 oder 96. Zu dieser Zeit rekrutierte die serbische Armee albanische junge Männer und einige von ihnen waren tot zurückgekehrt. Wie haben Sie dann die Nächte hier im Haus verbracht? Die ersten Abende waren sehr schwierig, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Ich war hier mit meiner Familie, ich hatte eine kleine Tochter und wir wussten einfach nicht, was zu tun war. Wir kannten die Geschichten aus Bosnien, dass die Fenster bersten könnten oder wenn das Bombardement sehr stark ist, dass sogar unser Haus einstürzen könnte. Am 24. März 1999 ist es soweit. Mit der Operation Allied Forces beginnen die Vorbereitungen für den ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Unsere größte Sorge, die wir hatten, war, im Fall eines Abschusses in Gefangenschaft zu geraten. Und deswegen haben wir uns allem entledigt, was irgendwie Rückschlüsse auf unsere Familien oder unsere Herkunft schließen kann. Das heißt, wir haben die Eheringe abgezogen zum Beispiel, wir haben alle Ausweise abgelegt. Wir haben eigentlich nur noch am Ende die blanke Kombi getragen mit den Dienstgradabzeichen und das war's. Wir hatten dieses Bloodsheet dabei, in dem derjenigen, der einem hilft, Belohnung versprochen wird durch die Regierung. Das war natürlich schon so, sag ich mal, wie so eine Art Hebel, den man dann umgelegt hat. So nach dem Motto, so und jetzt wird es ernst. Wie geht da eigentlich Politik an so einem Tag? Es war sehr seltsam. Es passierte innerhalb von Minuten. Meine Schwester rief aus Spanien an. Sie weinte am Telefon und sagte, ihr werdet bombardiert, jetzt. Sie schauten gerade Nachrichten. Sie verfolgten die ganzen Diskussionen im Fernsehen und bekamen dann mit, als der Startbefehl gegeben wurde. Das hat auch einen großen Vorteil, dass der Druck so stark ist, dass sie das so gar nicht an sich ranlassen können. Sie müssen dann funktionieren, müssen agieren, sie müssen entscheiden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
Bundesregierung hat sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich stehen zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges deutsche Soldaten im Kampfeinsatz. Ich hielt gerade meine Tochter fest in meinen Armen, als meine Schwester, sie war noch sehr jung, den Fotoapparat nahm und anfing, Fotos von uns zu machen. Und sie machte dieses Foto in dieser ersten Nacht. Ich sage zu diesem Foto immer, wenn du wissen willst, wie Angst aussieht. Können Sie mal Ihre konkrete Situation während des Einsatzes beschreiben? Sie sind ja stationiert gewesen in Piacenza. In einer, man muss sagen, schönen Umgebung, in einem Hotel. Das war tatsächlich eine ganz besondere Herausforderung, denn wir waren, wie Sie sagten, in Piacenza stationiert und da war ja tiefster Frieden. Wir wohnten da in einem relativ komfortablen Umfeld. Auch auf dem Weg in das Einsatzgebiet, wir sind ja über italienischen Luftraum oder ganz normaler italienischen Flugverkehrskontrolle geflogen, gemeinsam mit Lufthansa, Air Italia, das war alles wie immer. Und dann ging es zur Luftbetankung. Dann hat man die Frequenz gewechselt und dann war Krieg. Die NATO bombardiert in dieser ersten Nacht 40 rein militärische Ziele in Serbien und im Kosovo. Oberst Kras Tornado-Geschwader schützt die alliierten Bomber. Ihre Mission, die serbische Luftabwehr ausschalten. Sie sind die Ersten, die reinfliegen und die Letzten, die rauskommen. Das war ein Duell, da ging es auch tatsächlich darum, wer ist schneller. Können Sie sich an das erste Mal erinnern? An das erste Mal kann ich mich sehr gut erinnern. Es gibt so manche Dinge, die sich in einem tatsächlich so festprägen. Als wir die Rakete ausgelöst haben und sie vom Flugzeug löste, der Raketentreibsatz hat ja auch gewisse Abgase und man kann es riechen. Und das werde ich nicht vergessen. Haben Sie getroffen? Das ist so eine Sache, die, wo ich eigentlich ganz dankbar drum bin, dass ich das nicht so genau weiß. Weil das natürlich auch ein bisschen mich vor der Frage bewahrt, habe ich jemanden umgebracht oder nicht. Muss man nicht unbedingt wissen, ganz ehrlich. Am Morgen nach Kriegsbeginn tagt der Bundestag. Der Grüne Hans-Christian Ströbele ist außer sich. Ich schäme mich für mein Land, das jetzt wieder Krieg führt im Kosovo und das wieder Bomben wirft auf Belgrad. Die USA waren eigentlich an dem militärischen Beitrag Deutschlands überhaupt nicht interessiert, sondern die wollten eine möglichst große Koalition, der auf so Willing, wie das dann später hieß, haben, weil sie dachten, das legitimiert dann ihren Angriff. Unter dem Schutz der deutschen Tornados fliegen die Alliierten in den folgenden Wochen weiter ihre Angriffe. Doch Milosevic gibt nicht nach. Dann nimmt die NATO auch sogenannte strategische Ziele ins Visier. Auch nach 16 Jahren sind die Wunden des Krieges im Stadtbild der serbischen Hauptstadt gegenwärtig. Ich treffe Renate Flottau, die 20 Jahre lang als Balkan-Korrespondentin unter anderem für das ZDF und den Spiegel gearbeitet hat. Sie ist 1999 in Belgrad geblieben, um von dort über den Konflikt zu berichten. Haben Sie es so gesehen auch hier in Belgrad? Es kommt immer darauf an, von welcher Position man es habe. Aber hier geht es um Pančevo, um die Raffinerie scheint mir, die hier getroffen wurde. Wie haben Sie eigentlich die Bombardierung persönlich erlebt hier in Belgrad? Die Granaten fielen nonstop, die Bomben, die Raketen, wie immer sie wollen. Das Schlimmste war eigentlich dieser Einschlag. Sie hatten so das Gefühl, das Hirn fegt ihnen raus. Wie kommt man da durch die Nacht? Überhaupt nie. Also man schläft nie. Am Ende hat man nur einen Wunsch, einmal eine Nacht schlafen. Sie können nicht schlafen nachts. Angeblich kündigt die NATO alle ihre Ziele vorher an. 23. April? Ja, 2.05 Uhr in der Früh. Ja. In dieser Nacht bombardiert die NATO den serbischen Fernsehsender RTS. Hier in diesem Raum sterben 16 Unschuldige, 16 Zivilisten.
Der chirurgisch genau geführte Krieg in dieser Nacht bereits als blutige Illusion entlarvt. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich glaube, das versteht kaum jemand mit normalem Gedankengang, was das sollte. Es war natürlich der Propagandasender von Milosevic. Auf der anderen Seite, was hat man erreicht? Man muss sich ein Ziel auch auswählen nach dem System, was erreiche ich damit. Es waren am nächsten Tag die gleichen Nachrichten, nur über einen anderen Sender eben gebracht. Ali koji je uvek znao da agresor odgovori na pravi način. Wie haben die Menschen in Belgrad reagiert auf diesen Angriff? Sehr geschockt, sehr geschockt. Ich glaube, das hatte man sich so nicht vorgestellt, also auch nicht erwartet. Und die Stimmung wurde eben auch aufgrund der Bombardierung des Fernsehens dann doch immer getrübter und immer skeptischer gegenüber Milosevic, auf welches Abenteuer er sich da letztlich eingelassen hat. Hätten Sie damit gerechnet, dass der Krieg so lange dauert? Niemand hat damit gerechnet und selbst die Amerikaner ja nicht. Die hatten ja nur 90 Ziele am Anfang, die waren sicher. Was heißt das? Dass spätestens nach einer Woche Milosevic einlenken würde. Das waren die Amerikaner sicher. Und indem sie auch nicht mehr Ziele vorbereitet hatten, geht das ganz eindeutig hervor. Unser Vater erzählte uns die ganze Zeit, bleibt ruhig, alles wird gut, es wird in ein paar Tagen vorbei sein. Alle gingen von einer relativ kurzen Frist aus, hat sich als Irrtum erwiesen. Wie sich so manches als Irrtum erwiesen hat. Der Krieg dauert jetzt schon über einen Monat. Milosevic scheint gewillt, den Konflikt einfach auszusetzen. Es wird immer leicht gesagt, eine Militäraktion. Aber was ich dort gelernt habe, ist, du brauchst einen politischen Plan. Und den gab es nicht. Als Folge legt der Krieg eine ganze Region in Schutt und Asche. Hatten Sie irgendwann das Gefühl, hier läuft jetzt alles schief, auf was habe ich mich da nur eingelassen? Nein, ich war überzeugt, dass wir das Richtige tun. Ob wir das Richtige richtig tun, war eine andere Frage. Aber dass wir das Richtige tun, davon war ich überzeugt. Auch in Serbien sterben jetzt immer mehr Zivilisten. Die NATO findet ein neues Unwort dafür. Collateral damage. Kollateralschaden. Dieser Begriff soll eine bittere Wahrheit kaschieren. Nämlich vor allem in Bürgerkriegen, in denen eben nicht mehr eine Armee gegen eine Armee kämpft. Also in den meisten Kriegen heute sterben Zivilisten. Die Armee bombt. Man hat manchmal das Gefühl, sie bombt und dann denkt sie, es wäre vielleicht besser umgekehrt. Und vor allem, man hinterlässt sehr oft verbrannte Erde. Man denkt nicht drüber nach, was soll anschließend passieren. Wir konnten uns nicht nur auf die militärische Seite verlassen, die Diplomatie durfte nicht zu Ende sein. Darauf haben wir entscheidend gesetzt. Aber es musste aus der Situation entwickelt werden. Fischer läuft die Zeit davon. In Deutschland fragen immer mehr Menschen, was soll dieser Krieg ohne Ende? Mitten in die aufgeladene Atmosphäre fällt der Kosovo-Sonderparteitag der Grünen. Die Delegierten sollen nachträglich einen NATO-Einsatz legitimieren, den ihr damals populärster Mann genau 7 Monate zuvor an der Partei vorbei beschlossen hatte. Herr Fischer, auf der Fahrt zum Parteitag, haben Sie aktiv den Rücktritt einkalkuliert? Ich war entschieden. Wenn ich verliere, bin ich weg. Ich gehe nicht in solche Entscheidungssituationen, ohne mir nicht vorher klar zu machen, wo meine Linien sind. Und für mich war völlig klar, wenn ich die Mehrheit nicht habe, dann trete ich nicht nur aus der Partei aus, sondern auch zurück. Dann war es das. Haben Sie die Stimmung im Saal erlebt? Sehr aggressiv. Aber damit konnte ich umgehen. Das war ich, wenn Sie so wollen, gewöhnt. Das regt in mir eher auch den Widerstandsgeist. Während des Parteitages habe ich zunächst eher den Eindruck gehabt, es gab sehr unterschiedliche auch Sprechchöre ja auch im Saal und auch eine sehr, sehr unterschiedliche Stimmungslagen, wenn man so mit den Delegierten geredet hat. Ich war relativ optimistisch, dass unsere Position auch eine Mehrheit kriegen könnte. Die Pazifisten setzen sich durch. Es wäre das politische Ende von Joschka Fischer gewesen. Doch es passiert etwas, das alles auf den Kopf stellt. Ja!
Es sah erstmal nur rot, ich wusste ja nicht, dass es Farbe war. Und ich war richtig sauer. Ich wäre am liebsten hinter dem her und hätte mich auf ihn gestürzt, aber das ging nicht. Die Stimmung hat sich dann aber völlig gedreht mit der Farbbeutelattacke. Und da hat sich so eine Stimmung breit gemacht, so eine eisige Stimmung. Jetzt kann man eigentlich nicht mehr gegen den hier für uns alle so geschundenen Fischer sein. Bitte Joschka Fischer. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gegner, geliebte Gegner, ein halbes Jahr, ja, jetzt kommt, ich habe nur drauf gewartet, Kriegshetzer, hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt dir demnächst für den Friedensnobelpreis vor. Ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich ja, wenn gesagt wird von Christian Ströbele und anderen, sie wollen, dass Joschka Fischer Außenminister bleibt. Aber da müsst ihr die Bedingungen auch dafür schaffen, dass ich erfolgreich Außenminister sein kann. Ich halte ihn zum jetzigen Zeitpunkt. Eine einseitige Einstellung, unbefristete Einstellung der Bombenangriffe für das grundfalsche Signal, Milosevic würde dadurch gestärkt und nicht geschwächt. Ich werde das nicht umsetzen, wenn ihr das beschließt, damit das klar ist. Also es konnte niemand, der in der Bundestagsfraktion war, nur den geringsten Zweifel haben, dass es um alles oder nichts ging auf diesem Parteitag. Mehrheit oder Nichtmehrheit mit den jeweiligen Konsequenzen. Und so bewirkt der Farbbeutel das Gegenteil von dem, was er sollte. Auftrieb für Fischer und deutlich Zustimmung zum Kampfeinsatz mit 444 zu 318 Stimmen. Der Krieg geht also mit deutscher Beteiligung weiter. Das Bündnis hält. Das verbessert die Lage im Kosovo nicht. Im Gegenteil. Selbst die Menschen, die sich die Bomben herbeigewünscht haben, verlassen ihr Land. Wann haben Sie sich dazu entschlossen, aus Pristina zu flüchten? Sehen Sie, diese Diskussion hatten wir die ganze Zeit über. Die Serben verschonten weder Kinder, Frauen noch alte Menschen. In dieser Situation fragten wir uns, was machen wir? Warten, bis was passiert? Bis sie kommen und meine Tochter holen, mich vergewaltigen oder meine Familie umbringen. Deshalb beschlossen meine Eltern, dass ich mit meiner Tochter und meinem kleinen Bruder gehen sollte. Wie haben Sie sich gefühlt, als sich Ihre Kinder wegen des Krieges auf den Weg nach Mazedonien gemacht haben? Meine Mutter sagt, dass es sehr hart und sehr traurig für sie war. Aber sie hatten sich damit arrangiert. Wenn jemand in Sicherheit gebracht werden sollte, dann die Kinder und die Jungen. Sie machten sich besonders um mich Sorgen, weil ich eine kleine Tochter hatte. Am 29. April 1999 besteigt Beza mit ihrer Tochter und ihrem kleinen Bruder den Zug von Pristina in Richtung Mazedonien und wird Teil des bis dahin größten Flüchtlingsstroms seit dem Zweiten Weltkrieg. 800.000 Menschen, so schätzt man, fliehen aus dem Kosovo. Wir mussten den ganzen Tag an der Grenze warten, weil dort schon so viele Menschen waren. Die Warterei war furchtbar. Weinende Kinder, alte Menschen. Dann ist es geschafft. Beza und die Kinder in Sicherheit. Am 10. Juni 1999, nach 78 Tagen, ist der Krieg vorbei. Milosevic hat schließlich eingelenkt. Angeführt von den USA übernehmen zunächst die alliierten Streitkräfte die Kontrolle über das Gebiet im Kosovo.
Am 10. Juni telefonierte ich mit meiner Schwester und meiner Mutter. Sie sagten, es ist wundervoll. Die Soldaten der Alliierten kommen. Wir umarmen sie und sagen, Dankeschön, dass ihr uns gerettet habt. Auch für die deutschen Piloten ist der Krieg zu Ende. Oberst Michael Krah und mit ihm insgesamt 14 Tornado-Crews dürfen endlich nach Hause. Der Moment, als Sie von dem Einsatz wieder nach Hause gekommen sind, waren Sie froh, wieder zu Hause zu sein? Natürlich waren alle froh, weil jeder Flug erneut war natürlich mit einer Gefährdung verbunden. Das war einfach so. War auch für meine Familie eine Belastung. Ich sage, meine Kinder, mein Sohn war 7, meine Tochter war 4 Jahre alt. Also durchaus schon im Alter zu verstehen, was eigentlich gerade der Papa so macht. Und man merkt eigentlich erst viel später, dass es die Kinder deutlich mehr beschäftigt, als man glaubt. Wie haben Sie das gemerkt? Dass mein Sohn mal gehänselt worden ist, auch in der Schule dann. Er ging ja schon zur Schule, indem jemand zu ihm gesagt hat, Kevins Papa muss bald sterben, denn Kevins Papa ist im Krieg. So. Das ist ja grauenhaft. Ja. Der Kosovo Newborn, neugeboren. Der Preis dafür war hoch. Wie die meisten Flüchtlinge kehrt Besa Lucha unmittelbar nach dem Kriegsende in ihre Heimat zurück. Was nahezu an ein Wunder grenzt, sie verlor während des Krieges keine direkten Angehörigen. Wenn Sie zurückschauen auf alles, was passiert ist, was können wir daraus lernen? Ich denke, die Menschen sollten begreifen, dass sie ihre verschiedenen Identitäten haben können. Sie können albanisch sein, serbisch und wenn sie wollen, können sie in einem Land wie Kosovo zusammenleben. Auch ohne die anderen dazu zu nötigen, ihre Identität zu verleugnen. Der Kosovo-Krieg ist mehr als anderthalb Jahrzehnte her. Neue Kriege haben die Erinnerung an ihn verdrängt. Wir sollten ihn nicht vergessen. Hier wurde eine rote Linie überquert. Deutschland zieht wieder in den Krieg. Hätten Sie sich gefühlt, wenn der Bundestag Nein gesagt hätte? Das hätten wir akzeptiert, aber wir hätten uns nicht gut gefühlt. Das sage ich auch, denn ich glaube, die Erwartungshaltung, zumindest von unseren militärischen Kameraden, die war ganz klar, dass Deutschland sich hier militärisch nicht heraushalten sollte. Es gab keine andere Alternative, denn die UÇK hätte nicht aufgegeben. Die hätten ihre Guerillakämpfe weitergeführt. Die Serben hätten sich natürlich mit Polizei und Militär gewehrt. Was hätten wir erreicht? Das wird mir bis an mein Lebensende zu schaffen machen. Dass ich zwar dagegen gestimmt habe und die ganze Zeit dagegen war und mich auch dagegen gewandt habe, aber dass ich natürlich irgendwo auch eine Verantwortung trage. Gelöst.